Hey Leute, willkommen hier wieder im Bahnhof von Krat in Lies of P. Wir sind ja in der letzten Folge hier zurückgegangen, weil ich den Raum gesucht habe, den wir hier mit dem Dreifaltigkeitsschlüssel aufmachen können. Und da hätte ich gar nicht so lange suchen müssen, denn der ist nämlich hier unten. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Wie immer halt. So, wir machen jetzt hier mal die Tür auf und schauen, was wir Tolles bekommen. Denk an den Metallengel. Lied des Tages. Ups. Okay. Und hier haben wir jetzt den Safe auf. Eine Werkstattmeister-Arbeitskleidung und ein Trägeramulett. Ah, da kann ich quasi noch mehr Zeug einpacken. Was ja nicht doof ist. So, wir waren eigentlich... Ist da draußen jetzt auch ein Stargazer eigentlich? Achso, ja doch, da waren wir ja auch. Ach, da ist noch das Viech, das habe ich immer noch nicht erledigt. Egal, das macht so Viechdinge da draußen. Da brauche ich mich jetzt erstmal nicht drum kümmern. Wir gehen weiter hier. Eingang zur Reliquie. Wir sind ja hier dem Geheimgang von der guten Antonia gefolgt und sind da in eine, ja, ich weiß nicht, zerfallene Welt geraten. Und wir sind, glaube ich, immer noch auf der Suche nach den Alchemisten. Hier war ich doch schon. Wieso bin ich jetzt hier nicht weiter? Habe ich hier beim letzten Teil keinen Stargazer aufgemacht? Hier bin ich doch schon überall durchgelaufen. Genau, hier haben wir doch die Schmetterlinge. Was habe ich denn da gemacht? Habe ich keinen Stargazer aktiviert oder... Kann man zu dem nicht hin teleportieren oder was? Na, whatever. Also. Gut, dann. Oder ich bin gestorben. Da hinten ist eine Leiter. Achso, ich habe, glaube ich, bloß hier reingeguckt, oder? Hier hat man noch das Telefon. Nichts Spannendes von sich. Nimm mal mit der Ruhe, man. Genau, hier hatte ich dann nicht mehr weitergemacht, glaube ich. Ach, du lieber Himmel. Komm mal her. Auf den dünnen Balken will ich jetzt hier nicht. Alleine da unten? Wie komme ich denn da hin? Kann ich da rum? Hallo. Kann ich da runterrollen oder wie komme ich da? Ich versuche das hier mal mit einer Lunge Attack. Vielleicht mache ich da ja ein bisschen. Ich kann den nicht anvisieren. Doch. Lass mich hier raus. Ich hänge fest.
Gott. Ich werde beschossen. Bin ich beschossen worden? Da war doch irgendwie so ein Hund hier unten, oder? Ja, genau. Ich muss mich erinnern. Okay. So. Ich will einen Quarz, Leute. Ein Legionkaliber. Na gut. Ich will mich jetzt nicht beschweren. Hier unten geht's irgendwo. Och nee, da ist ein Boss. Ach, da ist wieder der Sarg. Das sind die... Ist wieder diese Karniggelbande da. Okay, gut. Nee, dann gehen wir uns erst noch mal ein bisschen umschauen. Es ist ja noch ein bisschen Loot hier. Kann ich da runter springen? Ups, oh Gott. Naja, fast. Nein, ist auch noch Loot. Komme ich aber, glaube ich, hier hin. Und Stein. Ja, ich bin immer noch am Überlegen, ob ich nicht nochmal auf mein Schwert umsteige. Wo war jetzt hier die Leiter? Da. So, mal heilen. Okay. Anlauf. Noch ein Halbmondstein. Gut, aber da komme ich jetzt nicht rüber. Da muss ich von oben. Okay. Eiserner Schutz. So. Ja, ich hoffe mal, dass ich nicht wirklich jetzt da rein muss. Sieht mir aber fast so aus. Habe ich jetzt gar keine Lust? Wieder eine Falle. Ach, Leute, wenn ich das gewusst hätte. Ah, Mann, 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 Mann. Ja, das kann doch nicht sein, dass ich da jedes Mal dann hier unten den Typen wegschnatzen muss, oder? Das gibt's doch gar nicht. Oder spawnt der nicht mehr? Ich glaube, ich gehe für die Kröten, die ich jetzt da habe, nochmal Wurfgegenstände kaufen. Weil ich habe das Gefühl, ich sterbe da gleich. Ich weiß ja nicht, wie schwer die sind. Die, also beim ersten Mal waren sie ja nicht so schwer. Der hat übrigens hier seine Preise wieder erhöht, der Händler da im Malum-Distrikt. Wahrscheinlich, weil die
Ferkelbande hier, die Kaninchenbande, irgendwie jetzt nicht mehr gut auf mich zu sprechen sind. Oder weil die Katze und der Fuchs da gegen mich intervenieren oder was auch immer. So, genau, die sind nämlich wieder teurer. Ah, okay, die waren gut. Kaufen wir mal 5 Stück. Man weiß ja nie, was noch kommt. Hier habe ich noch. Okay. Gut. Dann gehen wir wieder zurück. Okay, dann schauen wir mal. Geht's jetzt um? Na egal. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass das Gebiet hier so klein ist, dass ich hier schon quasi nach einem Stargazer hier auf den nächsten Boss treffe. Naja, gut. Und vor allem, dass ich hier... Oh Gott. Dass ich mich erst noch mit diesen Typen hier anlegen muss. Kann es doch nicht sein, oder? Ach, Moment. Ich mache das hier wieder rein. Ja, kann ich jetzt hier irgendwie... Das, vielleicht mache ich ja irgendwie grundsätzlich irgendwie was falsch. Oder ich habe irgendeinen Weg nicht gesehen. Hier latsche ich jetzt wieder auf diese Feuerfalle, oder? Was war denn das jetzt? War denn da der Eingang? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe so viel Sternfragmente. Gut. Oder es ist was ganz was anderes hier drin? Nein, es sind die Kaninchen. Ich hätte eben gedacht, ich habe die doch schon in dem Malum-Distrikt hier niedergemetzelt. Wieso sind die jetzt hier wieder da? Accept your fate. Death has come for you. Big Brother always looked out for me. I'm gonna smash you to pieces! Oh, oh my God.
Okay, drei Stück. Verfall schon wieder. Was ist denn das hier immer mit dem Verfall? Even if we just bait by time, you're going down. Überhitzung. Was macht denn mein Gespenst hier? Wie viele sind denn das? Das war noch irgendwie überall. Okay, haben wir nur noch einen, oder? Den werden wir doch nur noch zusammenfinden. Ja. Komm, Gespenst. Wir schaffen das. Who is that? Oh, mein armes Gespenst. Jo, ist gut, ist gut, ist gut. Schwarze Rache. Mein Quarz. Merci. Gut, jetzt habe ich ziemlich viel wieder verballert hier. Ich kann mal aufleveln. Vielleicht schaffe ich es ja noch auf 40 zu kommen. So, dann gehen wir mal weiter und gucken mal. Gut, das war jetzt ein bisschen unübersichtlicher Kampf, muss ich sagen. Ich habe so gut wie nichts gesehen. Okay, I give up. Just don't kill me. Wen haben wir denn hier? Den Alido? Was ist mit dir? Oh, amazing. I didn't expect you to thrash those rabbit fellows too. You're here looking for Geppetto, aren't you? The fox and the cat have got that old man. They took the submarine from that dock over there. They probably went to the alchemist's isle. There should be another one. You should commandeer it. If anyone asks, I didn't see anything. There should be something left at the dock. If anyone asks, I didn't see anything.
I'm just a guest here, with no special obligation to the hotel. But if the alchemist said they would help me escape from the city, talk about an offer I couldn't refuse. I can't live in the hotel forever. I need to move up and move on. Also, there was someone who was so annoying. That's all. Does that suffice? There should be something left at the dock. If anyone asks. Der Hugo hat doch erzählt, dass der Alidoro irgendwie sich da, ja, dass er nicht der ist, der er vorgibt irgendwie. I had a feeling you would ask sooner or later. It's because of that girl, isn't it? I am not Alidoro, the Hound. Not the real one, anyway. I used to be Alidoro's partner. I admired him, to be honest. But he didn't need to cut me off just because I sold some antiques. I mean, what's a few antiques when you've got bills to pay? We argued. Oh, he was also from the country of the morning. Maybe he shares my story. There should be something left at the dock. If anyone asks, I didn't see anything. Lidoro angreifen. Nee, will ich jetzt eigentlich nicht. I, Alidoro, am too great a friend. See for yourself. I sell only... Wir haben ja noch nicht alles gekauft. Und Angriffen ausweichen. Okay. Das ist der puppenfressende grüne Jäger gewesen, genau. Das nehmen wir mal. Das kann nie schaden. Haben wir von dem anderen Parademeister jetzt gar nichts gekriegt? Okay, ich gehe mal die Kiste aufmachen. Wieso sollten wir den angreifen? Kriegen wir von dem irgendwas Tolles? Großartige Benini-Sammlung. Ich habe auch keine Lust, mich mit dem jetzt hier zu prügeln. Ah, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Ah, cool, also da sind wir ja irgendwie runtergekommen. Dann geht es wo weiter? Ja. Da unten? Muss ich jetzt da runterspringen? Keine Treppe? Oder habe ich irgendwie was? Das hier ist eine Treppe. Oder verrät uns der auch und fällt uns dann in den Rücken. The Black Rabbit Brotherhood, the Fox, the Cat, and Alidoro too. I don't even want to guess what they might be planning, pal. This way must lead to their headquarters, shall we? Vollmondstein. Ah, da könnte ich jetzt mein Schwert auch noch aufleveln, aber der. Die Säge hier ist doch irgendwie besser. Also von der Angriffskraft. Wie cool. Hey, look! That lever resembles. Yes, it seems we can use it to call a submarine. Der große Venini und Pistris das U-Boot. Taufe des U-Boots. 42 Meter lang. Ein Lorenzini-Motor hat das Ding. Okay. Bleisäure-Batterie. Zusätzlicher Strom. Wir ziehen den Hebel. Ich halte das für keine gute Idee, aber... Eigentlich will ich jetzt nochmal ins Hotel zurück meinen Quarz hier irgendwie einsetzen, obwohl wir damit ja noch nicht eine neue Fähigkeit freischalten, weil ich glaube, da fehlt mir noch einer. Aber auch du wieder. Ja, es ist nah, wenn die auch so fahren, wie das hier auftaucht, da wird es mir ja gleich seekrank hier. Kann es jetzt sein, dass wir in dem...
zehnten Bereich hier nur einen Stargazer hatten? Oh mein Gott. Ach Gott. Was ist denn das hier für eine Landung? Da möchte ich ja nicht mitfahren. Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. Ja, genau. What the? Hey, it's Sophia. I am finally meeting you here. You're a clever one. So it shouldn't surprise you that the Sophia at the hotel isn't really me. My real self is on the upper part of the Abbey. I became his tool a long time ago. I have endured such pain. My soul split into pieces. Truth is, I guided you this far not to save Kropt, but to save me. I felt guilty about that. But I was so elated when you answered my call. Despite it all, I thank you. My spirit and my body have lived apart for too long. Perhaps in death, they will reunite. In peace, I'll grant you my power before my spirit diminishes further. Stargazer will guide you, clever one. If you find my body, please help me find peace. My guidance ends here. After images of memories rage on the seaside because of Ergo, please be careful. I can't hold out forever. Jetzt bin ich verwirrt. Simon? Wer ist Simon? Valentinus, leader of the alchemists. Simon was my father's right-hand man. Ambition overwhelmed him, however, and he spread the petrification disease. Why would he do that? I don't know. Stop him. However. Also ist der Simon jetzt sozusagen der Endgegner hier? The petrification disease freezes time. Ergo is the purified essence of that life, trapped by the petrification disease. When I discovered that, it opened my eyes. Simon, on the other hand, I wound back your time to protect you, so you could stand against, so stop him. I can't hold out. Was war die Bedeutung des Werkzeugs? The petrification disease freezes time and memory. Ergo is the purified essence of that life. When I discovered that. Okay. I can't hold out. Stufenaufstieg können wir jetzt nicht machen. Zu wenig Ergo. Ja, jetzt bin ich irgendwie. Kann ich denn zum letzten Stargazer zurück? Nein, schon wieder nicht. Oh Mann, Leute. Wo muss ich hin? Scheint mir hier irgendeine Barriere zu sein. Oder? Ja. Okay, dann wäre ich mal. Ich dachte, jetzt komme ich hier irgendwie. Also, dass man sich jetzt hier nicht mehr zurückteleportieren kann, finde ich doof. Ganz ehrlich. Wen haben wir denn hier? Ich bin doch eigentlich auf der Suche nach dem Geppetto. Ach, wir kriegen jetzt ein bisschen Geschichte erzählt. I don't wanna go home. I don't wanna be here. Don't wanna sleep till daddy's back.
lives. Soon enough. You know he's Qualiway. Why don't we play with another friend? His name is Mario. Wir kriegen Ergo-Brocken. Das wäre ja blöd, wenn, wenn ich jetzt die nicht nochmal einsetzen könnte hier. Die Ergo-Brocken. Hi. Are you training to be a stalker too? Well, let's practice together. Call me Lampwick. Lampwick. Gut, hier ist irgendwie ab durch die Wüste, oder? Wir sind jetzt hier auf der Insel der Alchemisten. Besonders kuschelig haben die sich's aber nicht gemacht. Sichelmondstein. Hier ist noch was. Vielleicht verpasse ich jetzt hier die Hälfte, weil ich da nicht suche. I don't care if an old man like that kicks the bucket. Don't say that. It's nice you got any family at all. Let's stop talking about this. Oh, she's here. Grab her. Na gut, mir wird hier irgendein Weg gefunzelt. Dann laufe ich dem halt einfach mal nach. Versteckter Mondstein. Please teach me how to use a sword. You're a legendary stalker. Ugh, so annoying. Germany, get rid of them. I'm off. Was hat jetzt der Gemini damit zu tun? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ist das unsere Geschichte? Nee, ich glaube nicht, weil wir sind ja hier eigentlich als Puppe entstanden. Also eine unwirtliche Insel. Muss schon sagen. My God. No. I'm sorry. I was too late. If I had known this would happen. Die Geschichte wird immer schwurbeliger. Schöne Wärme. Das ist aber Fragment. Gut, zumindest haben wir hier einen Stargazer. So, dann haben wir hier noch was. Wo sind wir hier? Mal schauen. Schwarzmeerküste. Ja, das sind tatsächlich nur zwei Stargäse hier. Wir sind, glaube ich, schon dem Ende nahe. Wir gehen ins Hotel zurück. Ich muss ja noch relativ viel verpasst haben. Wir haben ja noch richtig viele Schallplatten, die ich noch nicht gefunden habe. Zeitpunkt unbekannt. So, wir haben hier diese... I can hardly believe it. But the ergo readings you gathered leave no doubt. No doubt at all, you see? Okay, Vanini, breathe. Despite your best efforts, they... The puppets were being compelled by the Grand Covenant. But they were communicating with each other. With wavelengths. This is beyond anything I'd imagined. They were not built with this kind of intelligence. I did the best I could to decipher the wavelengths, but there was considerable noise in the signal. Care to give it a listen? Ich höre nix. Carlo, I hope you can hear me. Ah, doch. The laws of the Grand Covenant.
Covenant bind us. We're his puppets. First law. All puppets must obey the Creator's commands. Law zero. The Creator's name is... Geppetto. Giuseppe Geppetto. Ah, did you hear that? The last part sounded important, but there was too much static. Ah, tell me you heard it, please. We need to find the cause of the frenzy, and this may be our best chance. What or who was behind the frenzy? Ach du meine Güte. Really? Nothing. All I wanted was to stop anyone else getting hurt. At least hurt by murderous puppets. Not even I can abolish all pain everywhere. Ah, no, you cannot give up, Venini. You are Venini, and Venini always finds the solution. I think we can't put it off any longer. Geppetto is the last hope we have. You must save him, compagno. You and Geppetto are the only ones who... Jetzt weiß ich nicht, war das jetzt eine schlaue Entscheidung? Ich glaube, das hat nicht so viel Auswirkungen hier. Bin ich halt überlegen, ob ich mich hier loyal dem Geppetto irgendwie... Ach, ich brauche ja drei, glaube ich, oder? Ja, das hilft mir ja gar nichts hier. Aber ich könnte oben mal hinlaufen. At the house of Venini. Ah, Master Venini's collection box. You are House of Venini deals. At the house of Venini. So, was hast du jetzt noch dazu bekommen? Keine Ahnung, weil ich kann eh nichts kaufen. Ja gut, wahrscheinlich noch zusätzliche Kurbeln und Zeugs. Gott, da war schlecht dann. Hört die maximalen Menge an. LP, Ausdauer und Legion. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Naja, egal. Strange. It hurts so much. Ich war ja auf dem Weg. Um Quarz einzusetzen. Und wie immer pflücke ich hier am Baum die Früchte. Ich habe nämlich 50 Stück verkauft beim letzten Mal hier. Wo ich Materialien eingekauft habe. Man kann eh nicht mehr als 99 schleppen. Obwohl, nee, das kommt ja dann ins Lager. Geht schon. So. Oh, Mietzi. Also die meint immer noch, ich bin menschlich. Oder wäre das langsam? So, dann gehen wir jetzt mal hier nochmal rein. Da wächst immer noch die Nase. So. Dann gucken wir mal, was wir uns hier Schönes aussuchen noch. Was hatte ich denn angefangen aufzuleveln? Achso, nee, das habe ich ja hier... Das hatte ich ja hier freigeschaltet. Dann gehen wir mal auf die Fable Slots hier. So. Attributswiderstand verbessern wäre natürlich auch nicht schlecht. Obwohl. Da
gab es doch irgendwie keinen Ausdauerverbrauch beim Sprinten irgendwo. Verbrauchsgüterbesitzlimit erhöhen. Habe ich das noch nicht? Das sind zwar keine Wurfgegenstände, sondern nur die Verbrauchsgüter, aber wenn man irgendwelche Statusleiden heilen möchte, dann ist es ja nicht schlecht, wenn man genug Zeug dabei hat. Gut, dann würde ich jetzt hier eine Pause machen. Wir machen in der nächsten Folge da weiter auf dieser blöden Insel. Und gucken mal, was uns da so erwartet und wie die Alchemisten uns empfangen. Ich nehme mal an, nicht sehr freundlich. Und ich mache mich auch mal schlau, wo man noch Schallplatten findet oder so Sammlerstücke oder so Zeugs. Ich habe ja irgendwie nicht so viel zusammengerafft, wenn ich mich da richtig erinnere. Vielleicht können wir ja zwischendurch noch irgendwas erledigen. Würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr im nächsten Teil auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao!